So, die Aufzeichnung ist gestartet. Dann möchte ich also beginnen. Hallo allerseits, wir haben heute den ersten richtigen inhaltlichen Termin zu zentrale Ideen und Werkzeuge von MINT Plus. Und wir haben da das erste Kapitel Kommunizieren, Sprache, präzise Sprache und so weiter und so fort. Damit werden wir heute sicherlich nicht durchkommen. Es ist ja auch einer von drei großen Themengebieten, also wir werden mehrere Termine hier sicherlich brauchen und steigen gleich mal ein. Und zwar möchte ich gleich beginnen mit einem, ja, Disclaimer, nämlich, dass wir hier, ich glaube, das hatte ich schon beim letzten Mal kurz angesprochen, aber das war ja nicht aufgezeichnet, dass wir hier eine Art 1-Idealfall beschreiben, so wie man sich das wünschen würde, aber die Realität natürlich sowohl in MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, also anderswo natürlich seltenst mal den Idealfall auch nur annähernd erreicht. Umgekehrt ist es jetzt nichts MINT-spezifisches. Es wäre ja schlecht, wenn wir MINT-spezifische Dinge betrachten würden, denn diese Lehranschauung ist ja ein Pflichtfach für Studierende, die kein MINT-Fach haben. Und wenn wir jetzt hier Dinge betrachten würden, die nur für MINT relevant sind, dann wäre das irgendwie nicht besonders sinnvoll, sondern das hatte ich ja versucht, im ersten nicht aufgezeichneten Termin klarzumachen, dass die Dinge, über die wir hier zu sprechen haben, durchaus sehr, sehr sinnvoll sind, auch insbesondere auch für Leute, die kein MINT-Fach haben. So, in den verschiedenen Wissenschaften, in ihrem Selbstverständnis. Selbstverständnis ist natürlich auch immer eine idealisierte Sache. Aber wir reden hier nicht nur von Wissenschaft, wir reden auch von den zugehörigen Professionen, zu den zugehörigen Berufsbildern, Lehramt und andere. Und das heißt also, wir reden hier auch immer von der professionellen Praxis. Und was mir sehr wichtig ist, von vornherein klarzumachen, keine wertenden Unterscheidungen. Ja. Es gibt positive Einflüsse von den Nicht-MINT-Fächern, von den Geistes-, Gesellschafts-, sozialen Fächern rein nach MINT. Es gibt umgekehrt positive Einflüsse von MINT in diese anderen genannten Wissenschaften und deren Professionen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns hier jetzt in dieser Lehrveranstaltung, das ist der Sinn der Veranstaltung, eher mit den letzteren Einflüssen von MINT in andere Bereiche befassen. Anderswo finden Sie dann bei Interesse entsprechend die umgekehrten positiven Einflüsse aus anderen Bereichen nach MINT hinein. So, noch eine Warnung. Also wir reden ja hier über Sprache, darüber, wie man mit Sprache umgehen kann, umgehen sollte in diesem Kapitel. Und Sprache heißt zum Beispiel auch Studienarbeiten, Abschlussarbeiten. Und da ist es natürlich so, erstens mal hat jeder Prüfer, jede Prüferin eigene Vorstellungen davon, wie man Texte ideal abfasst. Und zweitens mal gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Fachkulturen. Deshalb sollten Sie auf jeden Fall, bevor Sie anfangen, die Einsichten, die ich Ihnen versuche zu vermitteln, bevor Sie die eins zu eins übernehmen in Ihre eigenen Texte, die anderswo bewertet werden, dass Sie lieber mit dem Prüfer, der Prüferin erstmal abklären, was deren Vorstellungen eigentlich sind. Und es kann sein, dass Sie publizieren, ja, also über die Abschlussarbeiten, Studienarbeiten hinaus, beispielsweise in Zeitschriften oder auf Konferenzen oder auch eine Promotion. Dann müssen Sie, gut, Promotion ist jetzt nicht das Thema, aber Konferenzen, Zeitschriften. Ja, jedes Publikationsorgan hat seine eigenen Regeln und auch jede Fachkultur hat ihre eigenen Regeln, wie man Texte, zu publizierenden Texte aufschreibt und so weiter. Und natürlich müssen Sie da auch entsprechende Abstriche machen, dass das, was ich Ihnen hier sage, nicht unbedingt eins zu eins übernommen werden darf. Sonst bekommen Sie da Probleme. So, Sie werden einige Fallbeispiele nummeriert sehen. Manche sind nicht nummeriert, aber die nummerierten beziehen sich auf ein Buch, das Sie als PDF runterladen können in dem Link in Moodle.
Ist aber nicht notwendig, dieses Buch. Ja, also selbst kaufen hat sich jetzt erledigt, muss ich mal korrigieren. Es ist jetzt inzwischen frei verfügbar. Also lesen nur bei weitergehendem Interesse am Thema müsste es eigentlich hier heißen. Gut, und damit mit diesen Disclaimers sind wir dann auch schon durch und können jetzt in die Materie einsteigen. Und es ist wichtig, sich klarzumachen, dass in den verschiedenen Fachkulturen, egal ob Wissenschaft oder berufliche Praxis, die Prioritätensetzung bei die Kriterien, was gute Kommunikation ist, was gute Texte sind, was gute Sprechakte sind, sehr durchaus differieren. Natürlich nicht beliebig differieren, aber durchaus, dass die Schwerpunktsetzung eine andere ist. Und in den MINT-Bereichen, nicht nur dort, zum Beispiel auch im juristischen Bereich, muss man sagen, gibt es eine ganz klare Prioritätensetzung, dass der Sender absolut korrekt und absolut unmissverständlich sprechen bzw. zu schreiben hat. Ja, denken Sie etwa an den journalistischen Bereich. Im journalistischen Bereich nehmen sich die Leute offenbar sehr viel mehr Freiraum. Da kommen ästhetische oder auch marktschreierische Kriterien mehr hinein. Hier absolut korrekt und absolut unmissverständlich und dementsprechend auch auf Seiten des Empfängers absolut korrekt die Information rekonstruieren, die tatsächlich drin steckt. Das ist etwas, was ich immer wieder bei den mündlichen Prüfungen auch sehe oder zunächst mal bei den Probeprüfungen, dass viele Leute, die bei mir in die Probeprüfung kommen, ganz selbstverständlich anfangen, da das, was sie oder in der Vorbereitung der Probeprüfung das, was Sie auf den Folien gelesen haben, irgendwie zu interpretieren, ja, und oft genug das Gegenteil von dem dann sagen, was eigentlich in den Folien steht, weil Sie das so interpretiert haben. Ja, das ist dann nochmal ein Aha-Effekt, was es dann eigentlich genau heißt, dass man die Informationen, die man bekommt, so sie absolut korrekt und absolut unmissverständlich sind, dass man sie dann entsprechend auch absolut korrekt rekonstruiert und eben nicht interpretiert. Das ist der entscheidende Punkt. Rekonstruieren ist in gewisser Weise das Gegenteil von interpretieren. So, also null Raum für Interpretation ist erlaubt beim Sender, aber der Empfänger darf sich auch keine Interpretation erlauben. Und was immer es noch an Kriterien gibt, an ästhetischen Kriterien oder an Kriterien, für Clickbaits, um die Nachfrage zu erhöhen und so weiter, sind dann absolut nachrangig. Schönheit der Sprache, Abwechslung im Ausdruck, werden wir noch darauf konkret zu sprechen kommen. Sie haben vielleicht im Deutschunterricht gelernt, also ich habe das so gelernt und ich habe das von anderen Studierenden in früheren Semestern von ZDUW auch so gehört, dass man Wiederholung vermeiden soll, dass man nicht immer wieder denselben Begriff verwenden soll, sondern stattdessen Synonyme oder Pronomina. Und wir werden dann nochmal diskutieren, etwas später, heute wahrscheinlich nicht mehr, dass das im professionellen Bereich, überall da, wo es um hohe Sachwerte oder um Menschenleben gehen kann, dass das absolut unangebracht ist. Das mag im journalistischen Bereich angebracht sein, im belletristischen Bereich, aber nicht da, wo es wirklich um die Kriterien, um die Prioritätensetzung geht, die wir hier da oben auf der Folie haben. Und festzuhalten ist, dass es auch Journalismus hatte ich jetzt mehrfach genannt, aber auch in anderen Wissenschaften muss man feststellen, dass diese Prioritätensetzung eine andere ist. Das soll auch überhaupt nicht gewertet werden. Ich will das überhaupt nicht werten, sondern einfach nur feststellen, dass in verschiedenen Bereichen die Prioritätensetzung unterschiedlich ist. So, warum so viel absolut? Hatte ich schon eben angesprochen. Also zum Beispiel in meinem Fach der Informatik hängen regelmäßig hohe Sachwerte davon ab, dass alle sich gegenseitig richtig verstehen und eben nicht selten auch Menschenleben, denken Sie an den medizinischen Bereich etwa. Und das gilt natürlich nicht nur für die Informatik. Was außerdem noch hinzukommt, ist, dass häufig die Kommunikation problematisch per se ist unter widrigen Umständen. Also denken Sie zum Beispiel immer wieder ein schönes Beispiel, das Thema Pilot, Fluglotse. Ja. Dass die sich korrekt verstehen, dass die sich nicht missverstehen, davon hängen regelmäßig offensichtlich Menschenleben ab.
Und die Kommunikation über Funk funktioniert häufig unter widrigen Umständen, dass die Funkverbindung gestört ist, dass nicht alle Beteiligten dieselbe Muttersprache haben, dass die Leute nicht alle Englisch als Muttersprache haben. Und wenn wirklich mal was los ist im Flugzeug, dass dann auch schnell kommuniziert werden muss und unter großer Stressbedingungen. Das heißt also, hier ist es absolut notwendig und Sie sehen auch beim Beispiel Pilot-Fluglotse, wohin die Reise geht, dass man Kommunikation ritualisiert, dass man beispielsweise immer das, was man gehört hat, wiederholt, damit der andere, der Sender mitbekommt, dass man das Richtige oder was Falsches verstanden hat, dass man Sprechakte beendet mit Roger oder Over oder so etwas. Sie kennen das ja aus dem Film. Ja, das ist jetzt alles keine Spaß, sondern das ist entstanden aus vielen, vielen Flugzeughavarien. So, natürlich gibt es das alles nicht nur in Mint, klar, sonst bräuchten wir diese Lehrveranstaltung hier nicht zu haben für Leute, die kein MINT-Fach studieren, sonst wäre das Ganze völlig sinnlos. Und der juristische Bereich zum Beispiel ist ein Beispiel, wo das regelmäßig vorkommt, dass man auch Unmissverständlichkeit ganz oben ansetzen muss. So, was erfordert diese Prioritätssetzung? Das werden wir im Einzelnen durchgehen. Standardisierung, also mehr als nur Definition in Richtung Normierung sogar. Oder denken Sie wieder an das Beispiel Pilot-Fluglotse zur Ritualisierung, dass wir rituell miteinander kommunizieren in gewisser Weise, immer mit denselben Formeln haften. Es gibt dafür auch das Wort liturgisch als mehr oder weniger Synonym dafür, wenn Ihnen das eher bekannt ist. Wieder mal das übliche Beispiel. Kohärenz der Begrifflichkeiten und Konzepte. Also etwas, was mir ehrlich gesagt immer wieder aufstößt, wenn ich beschäftige mich ja auch, ich lese gleichzeitig zu dieser Lehrveranstaltung immer im Sommersemester die Fachdidaktik 1 für Informatik und das geht natürlich auch in die allgemeine Didaktik hinein. Ich bin da immer wieder todunglücklich darüber, dass dieselben Begriffe von verschiedenen Autoren verschieden gehandhabt werden oder sogar vom selben Autor innerhalb seines Buches in den verschiedenen Kapiteln verschieden gehandhabt werden oder dass für ein und dieselbe Sache unterschiedliche Begriffe verwendet werden und wo es häufig nicht klar ist, bezeichnen diese beiden verschiedenen Begriffe wirklich dasselbe oder nur ungefähr dasselbe. Ja, das macht die Sache natürlich sehr, sehr schwierig. Kohärenz im Denken ist da notwendig. Strikt sachliche Kommunikation, keine Ironie, kein Sarkasmus, keine dummen und auch keine schlauen Witze, sondern strikt sachlich. Was insbesondere eben jede Art von emotionaler Wirkung, dass man so etwas vermeiden sollte, darauf werden wir zu sprechen kommen, auf Begrifflichkeiten mit emotionalen Konnotationen. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, darauf werden wir auch zu sprechen kommen. Es gibt, ich denke jetzt inzwischen mehr und mehr Bereichen, auch in der Didaktik zu meiner Freude, dass vorgegeben wird, wie Zeitschriftenartikel strukturiert sein sollen in Kapiteln und dass da auch eine Vorgabe dabei ist, die, wenn man sie einhält, dafür sorgt, dass man in einem Kapitel Tatsachen draufschreibt und in einem anderen Kapitel strikt davon getrennt mit einer entsprechenden Kapitelüberschrift dann auch die Schlussfolgerungen daraus, die man selber daraus zieht, die eben aber einen gewissen Meinungscharakter hat. Werden wir noch darauf zu sprechen kommen, weiter hinten in diesem Kapitel. So, Sie müssen eins dabei von vornherein betrachten. Wir reden ja natürlich von präziser Kommunikation. Und Sie haben ein Begriffspaar, eine Achse von 100% präzise zu 100% schwammig. Und ich erlebe immer wieder, nicht nur in ZDOW, dass das gleichgesetzt wird mit einerseits detailliert, ganz klein, klein und andererseits abstrakt, global, so das global galaktische Gesamtbild oder so etwas. Also, man kann präzise sein auf der Detailebene und auf der abstrakten globalen Ebene und man kann auch schwammig sein auf der Detailebene und auf der abstrakten globalen Ebene. Unsere Zielsetzung ist, präzise zu sein auf allen Ebenen. Ob wir ins Detail gehen oder ob wir nur das global galaktische Gesamtbild betrachten. Ja,
Ein wichtiger Punkt dabei ist auch noch zur missverständlichen Kommunikation, ein Begriff, der vielleicht seltener mit Sprache verbunden wird, aber wenn man sich das genau überlegt, ist es eben, wenn Sprache bedeutet, die Kommunikation von Informationen, mit denen der Empfänger etwas anfangen kann, dafür gibt es den Fachbegriff Operationalisierung, dass der Empfänger etwas damit anfängt, dass er damit etwas machen kann. Und was heißt das jetzt? Operationalisierung. So, da unterscheiden wir einerseits den wissenschaftlichen Bereich, mit dem Sie natürlich hier, insbesondere in Ihren Fachwissenschaften, aber auch in der Fachdidaktik und in der Allgemeindidaktik sicherlich zu tun haben. Einfach zu sagen, was man eigentlich tun soll, um etwas zu beobachten oder zu messen. Ja? Also, um ein Experiment durchzuführen, um etwas zu überprüfen, um eine These zu überprüfen oder ähnliches. Ein bekanntes Beispiel, ein auch sehr problematisches Beispiel sicherlich ist, wir haben eine allgemeine Vorstellung von Intelligenz. Ja, wenn Sie zum Beispiel in die Präambel in der Wikipedia im Artikel zur Intelligenz schauen, dann finden Sie, ich weiß es jetzt nicht mehr genau wörtlich, dann finden Sie ja, irgendwie sowas wie alle möglichen kognitiven Fähigkeiten, die der Mensch so hat. Und auf der anderen Seite gibt es den IQ-Test, mit dem man das messen will, was aber problematisch ist, denn IQ-Tests messen eigentlich, wenn man so will, nur eine bestimmte Form, nämlich wie gut man klarkommt mit Aufgaben, die eigentlich sehr einfach sind in gewisser Weise, wo die Fragestellung präzise formuliert sind, wo alle Antwortoptionen vorhanden sind, wo garantiert exakt eine Antwortoption, wie die richtige und alle anderen falsch sind, wo man keine Abwägung treffen muss zwischen verschiedenen Optionen und Optionen nicht kombinieren kann und nichts weiter. Also eigentlich in gewisser Weise eine sehr viel einfachere Situation als im allgemeinen Leben, wo man oft genug gar nicht die Fragestellung, die man klären hat, wo man die sich erstmal genau überlegen muss und sich überlegen muss, was für Handlungsoptionen habe ich eigentlich und was spricht für und was spricht gegen die einzelnen und kann ich zwei miteinander kombinieren oder solche Sachen, ja. Also Sie sehen an diesem Beispiel schon, dass die Operationalisierbarkeit, dass das eine problematische Sache ist. Und es hat verschiedene Versuche gegeben, um bei dem Beispiel zu bleiben, Intelligenz ganz anders zu definieren und zu messen, aber so richtig, soweit ich weiß, weitergekommen ist man damit nicht. So, was heißt das jetzt im praktischen professionellen Bereich, da wo es eben darum geht, um mit Marx zu sprechen, die Welt nicht nur zu erklären, sondern auch zu verbessern, dass sie das in Handeln umsetzen. Ja, eben Pilot-Fluglotse als Beispiel wieder. Da geht es natürlich nicht um wissenschaftliche Fragestellung. Da geht es um ganz klares Umsetzung von Handlungsoptionen. Hier sind noch ein paar andere Beispiele aus dem täglichen Leben, die darunter fallen. Ja, eine Bedienungsanleitung muss operationalisierbar sein, egal ob Sie jetzt von Ihrem favorisierten Möbelhaus da eine Bedienungsanleitung bekommen mit vielen, vielen Bilderchen und wenig Text oder ob Sie eine Bedienungsanleitung haben, die nur Text ist und keine Bilder ist oder was auch immer. Zum Beispiel Koch- und Backrezepte sind, glaube ich, heutzutage immer noch typischerweise. Oder auch Bedienungsanleitungen in Form von kleinen Videos. Ja. Auch die müssen operationalisierbar sein. Ja. Sie gucken sich das Video an und sagen, okay, jetzt weiß ich, wie ich es zu tun habe. So, das kennen Sie aus dem juristischen Bereich beispielsweise. Da versucht man ja, operationell präzise, korrekt, unmissverständlich und auch operationalisierbar zu sein. Ja, operationalisierbar im Sinne, dass die Gerichte und auch die Rechtspflege wissen, was sie zu tun haben oder die anderweitig verantwortlichen Kräfte. Ja, das oder in anderen Bereichen, wenn Sie beispielsweise in Informatik reinschauen, in Dokumentation oder überhaupt im technischen Bereich, Normierung oder ähnliches, dann finden Sie immer wieder das Problem, dass das längliche, schwer verständliche Texte sind. Und der Punkt ist einfach der, wenn Sie sich das mal sprachlich ansehen, leicht verständlich und unmissverständlich, könnte man denken, das ist das mehr oder weniger dasselbe, nicht? Unmiss ist doppelte Verneinung.
Doppelte Verneinung hebt sich weg, also ist unmissverständlich so viel wie verständlich. Aber das stimmt eigentlich nicht. Gucken Sie sich nur juristische Texte an. Da versucht man, unmissverständlich zu sein und opfert dafür die Verständlichkeit. Ja? Das heißt also, wir haben eigentlich eher ein Gegensatzpaar zwischen leicht verständlich und unmissverständlich. Keine Synonyme. Juristische Texte als Beispiel ist ein nicht ganz erreichtes Ziel und wird wahrscheinlich auch nie ganz erreicht werden können. Ich habe letztens erst meinem Bezirksschornsteinfeger eine E-Mail geschrieben. Tut mir leid, ich verstehe Paragraph 73 des Gebäudeenergiegesetzes nicht. Können Sie mir bitte verbindlich schreiben, was dieser Paragraph für mich konkret bedeutet? Ja, gut, er hat es dann auch irgendwie interpretiert und ich hoffe mal, dass er bei der Interpretation bleibt, weil die Interpretation positiv für mich war. Ja, aber Sie sehen, irgendwo hilft es einem mit der Unmissverständlichkeit auch nicht, wenn man es überhaupt nicht mehr verstehen kann, nicht? Das heißt, hier beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. So Foliensätze, so wie dieser Foliensatz, wäre das natürlich auch wünschenswert. Ist nicht hundertprozentig anzustreben, weil Foliensätze hier natürlich auch noch den Zweck haben, sie durch diese Lehrveranstaltung zu führen. Ja, das ist nochmal ein gewisser Gegensatz, eine gewisse Spannung zu der Zielsetzung, unmissverständlich zu sein, ebenfalls auch leicht verständlich sein sollte, hoffentlich. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich denke, alles, was Sie an Literatur brauchen, um ZIOW, um diese Foliensätze hier leidlich unmissverständlich zu verstehen, sollte in der Wikipedia zu finden sein. Also ich denke mir, dass so ziemlich alle Begriffe, die wir hier haben, Artikel in der Wikipedia haben, also eigene Artikelseiten. Und die Fälle, wo ich selber in die Wikipedia reingeschaut habe, war ich eigentlich recht zufrieden mit dem, was ich da so gelesen habe, dass ich sagen würde, ja, ich kann guten Gewissens empfehlen, sich auf die Wikipedia zu konzentrieren. Ich persönlich bin eigentlich nicht, schließe mich nicht dieser anscheinend vorherrschenden Meinung an, dass die Wikipedia ganz schlecht und gruselig und so weiter ist. Oder ich sollte es genauer formulieren, ich sehe nicht, dass andere Literatur besser ist. Aber das ist natürlich auch wieder ein Punkt, nicht? Wenn Sie anderswo eine Abschlussarbeit schreiben, dann sollten Sie nicht meine Meinung dazu zur Wikipedia dann einfließen lassen in Ihre Zitation, sondern wenn der Prüfer, die Prüferin für Ihre Abschlussarbeit ganz gegen die Wikipedia eingestellt ist, sollten Sie das natürlich dann in Ihre Zitation berücksichtigen, in Ihrer Literaturrecherche. So. Wesentliche Hilfsmittel für Unmissverständlichkeit. Das sind jetzt fünf verschiedene Punkte. Wir gehen diese fünf Punkte alle nacheinander durch. Also Sie werden jetzt fünfmal diese Folie sehen, jeweils ein anderer Punkt hier so hervorgehoben durch Kursiv und unterstreichen. Präzise, eindeutige, verbindlich, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Definition von Begriffen. Das ist der erste Punkt. Fangen wir mal an. Ein alter Witz, den ich vor unzählig, weiß ich nicht, irgendwann mal gelesen habe. So, definieren Sie Säugetier. Und das ist so, kann man sich ja vorstellen, dass das eine Antwort von einem Schüler oder einer Schülerin sein könnte. Und das war dann, ich weiß nicht, ob das eine echte Geschichte ist oder nur eine gut erzählte Geschichte. Das wäre dann die Antwort des Lehrers oder der Lehrerin auf diesen Versuch des Schülers, Säugetier zu definieren. Was ist da konkret schiefgelaufen? Ja, hier muss man natürlich auch wieder sagen, das ist jetzt meine persönliche Antwort. Ich denke, dass diese persönliche Antwort die treffende ist, die zutreffende ist, vertretbar ist, aber natürlich kann jemand anders auch noch in Nuancen eine andere Antwort geben. So, er hat einige wesentliche Merkmale genannt, haarig, hat festes Skelett und so weiter, aber nicht die konstituierenden Merkmale. Und wenn ich die konstituiere, da muss man wieder mal schauen, präzise Sprache,
Wenn ich hier von die konstituierenden Merkmale spreche, dann meine ich natürlich alle konstituierenden Merkmale ohne Ausnahme. Ja, und was heißt das? Alles, was notwendig ist, um zu entscheiden, ob eine gegebene Entität unter den Begriff fällt. Jetzt haben wir hier das Problem, was ist eine Entität? Eine Entität, das ist einfach so wie im Deutschen sonst eine Sache, ein Ding oder irgendwas. Oder im Englischen gibt es beispielsweise das Wort Item dafür. Eine Entität ist einfach irgendwas. Kann was Konkretes sein, ein Apfel oder ein Tisch, kann auch was Abstraktes sein, wie Freiheit oder Gleichheit oder Brüderlichkeit, alles Mögliche. Ja? Das heißt also, wir haben mit dem Wort Entität, was ich hier verwende, eine maximale Allgemeinheit. Und warum verwende ich den Begriff Entität? Und im Englischen ist es auch gängig, das Wort Entity an dieser Stelle zu verwenden, weil der Begriff Entität so fremd ist, dass er noch nicht für andere Begriffe im Deutschen, für andere Bede im Deutschen verwendet wird, meines Wissens. Vielleicht mag es in einigen Fachdisziplinen diesen Begriff Entität für was Spezielles geben, dann bitte ich um entsprechende Rückmeldung. Aber meines Wissens ist der Begriff Entität so fremd, dass ich den, dass wir, oder dass man den einfach verwenden kann für das, was man da, wofür man ihn verwenden will und wofür auch im angelsächsischen Bereich, im englischen Bereich gerne verwendet wird. So, Definition. Das lateinische Wort Definition heißt wörtlich abgrenzen. Finis, die Grenze. Was ist also jetzt die Definition von dem Begriff Definition? Ja, alles, was notwendig ist, um zu entscheiden, ob eine gegebene Entität unter den Begriff fällt. Und dieser Begriff kann natürlich auch der Begriff Definition selber sein. Wir definieren also die Definition. Jetzt kommt der Begriff vor. Was ist denn ein Begriff? Aber gut, bevor wir dazu kommen, wir werden gleich dazu kommen, was ein Begriff ist. Was ist erstmal eine Definition eines Begriffs? Das ist zunächst mal typischerweise ein Text, nicht? Kann auch bebildert sein, kann sogar ein Video mit eingebettet sein oder so weiter. Aber von der Logik her ist es erst einmal ein Text. Machen wir uns das klar? Eine Definition ist erstmal ein Text. So, für jede Entität E gebe ich jetzt also einen Namen, damit ich hier einfach das E nochmal verwenden kann. Und genauso wie ich den Begriff B, den Namen B gegeben habe, damit ich den nochmal hier verwenden kann, ob E unter B fällt oder nicht. Was das konkret bedeutet, werden wir gleich sehen. Was ist aber erstmal noch klären, was ist ein Begriff? Entweder ein einzelnes Lexem im engeren Sinne, also letztendlich im Prinzip ein Wort, bei dem die Flexionsstufe egal ist. Also ein und dasselbe Wort im Singular, also wenn wir ein Nomen haben, egal ob im Singular oder im Plural, egal ob Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ, es ist immer dasselbe Wort. Und das ist mit dem Wort Lexem im Prinzip umschrieben. Wenn Sie genaueres wissen wollen, was mit Lexem gemeint ist, dann schauen Sie da gerne in den Wikipedia-Artikel zu dem Begriff Lexem. Oder nicht nur ein einzelnes Wort, sondern ein feststehender Ausdruck, so wie der Heilige Stuhl oder der Zweite Weltkrieg oder Hinz und Kunz. Gut, das ist kein Begriff, unter den irgendwelche. Och, und unter Hinz und Kunz fallen auch Leute. Würde also auch passen. Ja? Also Begriff ist entweder ein einzelnes Wort, in dem Sinne, dass die Flexion wegabstrahiert ist, dass es egal ist, welcher Numerus und welcher Kasus bei einem Nomen und entsprechend bei Verben und so weiter, oder mehrere, die als feststehender Ausdruck da sind. So, ich möchte Ihnen, bevor wir da jetzt genauer uns Definitionen ansehen, ein Beispiel geben, ein reales Beispiel, das ich Ihnen in der Vorbereitung zur Fachdidaktik 1 für Informatik in einem Buch gefunden habe und möchte Ihnen die Frage vorlegen, die wir jetzt nicht diskutieren müssen, die Sie für sich überlegen können, die nicht prüfungsrelevant ist. Das möchte ich noch mal ganz klar betonen hier bei dieser Gelegenheit.
ihren Meinungen zu irgendwelchen Sachen werden nicht in der Prüfung abgefragt und sind dementsprechend nicht prüfungsrelevant. Ja, also es ist völlig unmöglich, dass sie durch ihre spezifische Meinung zu einem bestimmten Thema sich in der Note verschlechtern können, denn ich frage Meinungen schlicht und einfach nicht ab. Ich frage nur ab, was sie wissen und verstanden haben. So, das ist die Definition, die ich da auch aus einem Buch habe. Und ich glaube, das ist sogar nicht mal speziell für, wenn ich mich recht entsinne, nicht mal speziell für Informatik, sondern für Didaktik allgemein, so wie der Titel das ja auch sagt, Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. Eine Entwicklung, was ist Entwicklungsaufgabe wird definiert, wird schon mal, was schon mal gut ist, wird gesagt, okay, das Wort Entwicklungsaufgabe ist nicht im luftleeren Raum, sondern ist bezogen, es ist eine Entwicklungsaufgabe einer Studentin, einer Referendar oder einer Lehrerin, gut, gegendert halt. So, und dann ist das der erklärende Text und Sie können sich mal selber überlegen, ob das, gehen wir zurück, ob das diese Bedingung hier erfüllt. Die Definition eines Begriffs B ist ein Text, aus dem für jede Entität E, also in dem Fall für das, was unter dem Begriff Entwicklungsaufgabe prinzipiell fallen könnte, also keine Äpfel, keine Tische, sondern irgendwelche Arten von Aufgaben, unmissverständlich hervorgeht, ob diese Entität unter diesen Begriff fällt oder nicht. Ja, überlegen Sie sich das ruhig selber, aber brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Sie können sich vorstellen, was meine Sicht darauf ist. So, ein anderes Beispiel für eine Definition. Ich habe leider beim besten Willen, also beim besten Willen nicht die Quelle wiederfinden können. Ich habe in der Quelle, die ich habe, ist kein Autor, keine Autorin, kein Hinweis auf die Originalquelle drin. Deshalb bitte ich um Entschuldigung, um Nachsicht, dass ich hier ohne Querverweis zitiere. Aber ich meine, dass es von der TU Darmstadt stammte. So, die interessante Frage ist hier, Sie sehen zwei Sätze. Und die interessante Frage meines Erachtens hier ist, wie stehen die Sätze im Zusammenhang? Wo ist die Definition von Moral? Also Plural von Moral, nicht? Ist nur der erste Satz die Definition und der zweite Satz ist eine zusätzliche Erläuterung, die vielleicht den ersten Satz verständlicher macht? Oder sind das zwei Sätze, die beide jeweils für sich wichtig sind? Das heißt also, ist etwas eine Moral nur dann, wenn sowohl der erste Satz als auch der zweite Satz zutrifft? Oder wenn entweder der erste Satz oder der zweite Satz zutrifft, oder ist nur der erste Satz, muss nur der erste Satz zutreffend sein und der zweite Satz ist nur eine Erläuterung des ersten Satzes. Also das ist hochgradig nicht. Das ist ein Punkt, dem man immer wieder begegnet. Es ist, in welchem logischen Zusammenhang die einzelnen Aussagen stehen, die eine Einheit bilden, ob sie nun, hier sehen Sie in diesem Beispiel die verschiedenen Fälle, die mir eingefallen sind, in welchem logischen Zusammenhang diese zwei Sätze stehen könnten. Das ist nicht unmissverständlich. Ich will hier aus der Realität, nämlich dem Sozialgesetzbuch, ein anderes Beispiel hernehmen, was eine geringfügige Beschäftigung ist. Wenn das, Komma. So, was heißt das? Heißt das, eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das und das erfüllt ist? Also wenn eins nicht erfüllt ist von beiden, dann ist es keine geringfügige Beschäftigung mehr. Oder ist es eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das oder das erfüllt ist, wenn nur eins von beiden ausreicht, damit eine geringfügige Beschäftigung vorliegt. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Hier fehlt die Konjunktion. Hier an der Stelle, wo dieses Komma ist, fehlt die Konjunktion. Hier müsste ein und oder ein oder was auch immer stehen, was auch immer gemeint ist, stehen. Aber steht stattdessen ein Punkt, ein Komma da und es ist erstmal nicht klar,
was da Sache ist. Ja? Mit solchen Sachen werden Gerichte beschäftigt. Vielleicht gibt es ja so eine generelle Sprachlegung unter Juristen und Juristinnen, dass sie wissen, dass das immer ein Und ist oder sie wissen, dass es immer ein Oder ist. Aber kann sein, ich weiß es nicht. Natürlich, wenn Sie das in der einen Form interpretieren und das Sozialgericht interpretiert dann Ihre Arbeit in der anderen Form, dann ist es natürlich schlecht für Sie. Gibt noch weitere offene Fragen, die ich jetzt gar nicht weiter betrachten will. Hier begrenzt zu sein pflegt. Was soll denn das heißen, begrenzt zu sein pflegt? Also operationalisierbar ist da eigentlich erstmal gar nichts, oder? Leid oder andersrum gesagt, in unserem deutschen Rechtssystem ist es ja so, die Operationalisierung findet durch Rechtsprechung statt. So nach und nach wird durch Rechtsprechung über viele Jahre hinweg wird klar, so langsam, ups, halt, wird klar, so langsam, was so ein Wort wie begrenzt zu sein pflegt, was das eigentlich bedeutet. So, anderes Beispiel für Definitionen ist, ich bitte um Nachsicht, ich bin ein Kind des Kalten Krieges, sodass manche Beispiele aus der Zeit kommen, aber sind vielleicht trotzdem auch für heute noch instruktiv. Zumal wir ja sagen müssen, seit einem Jahr ist der Kalte Krieg in gewisser ähnlicher Weise zurückgekehrt und nicht nur kalt. Gut, aber es ist ganz instruktiv, um die Sinne zu schärfen, auch für Ihren Medienkonsum, egal ob jetzt nun soziale Medien oder traditionelle Medien oder wie auch immer. Beide Seiten haben ihre eigene Regierungsform als demokratisch und die der anderen als undemokratisch bezeichnet. Wie kann das sein, dass beide in gewisser Weise ja sogar dann Recht haben, wenn man so will? Ja, es gibt kein Recht haben oder nicht Recht haben bei Definitionen. Ja, wenn der eine das so definiert und der andere so definiert, dann ist es halt erstmal so. Es gibt kein wahr oder falsch, kein richtig oder falsch bei Definitionen. Und der Punkt ist einfach der, dass der Westen hier seine Stärken, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit beispielsweise, zugrunde gelegt hat, um sich selbst demokratisch zu nennen. Und der Osten hat also es gibt wirklich explizite Äußerungen. Das wichtigste Menschenrecht ist das Recht auf Arbeit. Das finden Sie sicherlich noch im Internet an verschiedenen Stellen, diese Aussage von Repräsentanten, Repräsentantinnen der DDR beispielsweise. Und weil das Zeiten waren, wo die Arbeitslosigkeit im Westen sehr hoch war, konnten sie sich da auf dieser Seite dann abheben vom Westen. So, jetzt haben wir also erstmal geklärt, was ist eigentlich eine Definition, aber das haben wir nur abstrakt geklärt. Haben wir ein paar Beispiele gesehen für Definitionen, die bedenklich sind, nicht? Wo von Unmissverständlichkeit und von Operationalisierbarkeit nicht unbedingt die Rede sein kann. Jetzt versuchen wir wieder zum Konstruktiven zu kommen. Wie können Definitionen eigentlich allgemein aussehen? Und eigentlich gibt es im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten, wie die aussehen können, nämlich extensional oder intentional. Und beides gehen wir jetzt durch. Extensional schon auf dieser Folie, intentional dann auf der nächsten Folie. Extensional ist das Einfachere und ist auch das Seltenere. Sie haben zum Beispiel, Mint ist so ein Beispiel für eine extensionale Definition. Wichtig ist, das Wort abschließend. Ja, also MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, aber sonst nichts. MINT ist also nicht Soziologie, nicht Philosophie, nicht Geschichtswissenschaft und so weiter, sondern genau diese vier. Ist immer noch nicht hundertprozentig abgegrenzt, weil zum Beispiel in der Medizin haben sie auch eine starke naturwissenschaftliche Komponente, die man eigentlich auch, also die eben sehr stark in Chemie, Biologie reingeht, die man dann eben auch, sofern dieser Aspekt betont wird, mit zu MINT zählen würde, beispielsweise nicht. Also, aber soweit diese vier Begriffe abgegrenzt sind, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, soweit ist der Begriff MINT selber
auch abgegrenzt von anderen. Intentional durch Eingrenzungen von Bedingungen, die zusammen notwendig und hinreichend sind. Und das sehen wir uns jetzt am konkreten Beispiel nochmal an. Die meisten Fälle sind sicherlich, dass man einen Oberbegriff hernimmt und dann klärt, inwieweit Entitäten zu diesem Unterbegriff, den man definiert, dazugehören. Also wenn eine Entität unter den Oberbegriff fällt, inwieweit sie dann auch zu dem Begriff, den wir jetzt definieren wollen, fällt. Also wir haben einen Oberbegriff, der schon definiert sein sollte oder der vielleicht keine Definition braucht, weil er sofort eingängig ist. Und dann unterhalb dieses Oberbegriffs die entsprechende Abgrenzung. Und da möchte ich ein einfaches Beispiel hernehmen, Brille. Also es gibt natürlich unzählige Beispiele und Sie können sich auch Ihre Beispiele selber überlegen. Was ist der Oberbegriff, den ich hier wähle? Sehhilfe scheint ein sinnvoller Oberbegriff zu sein. Ja, ich könnte hier verschiedene Oberbegriffe hernehmen. Ich könnte auch als Oberbegriff hernehmen ein Accessoire. Nicht? Also, und dann wäre Brille in einem Topf mit Ohrringen, Spangen und so weiter. Und dann müsste ich dann anders abgrenzen. Ich wähle als Oberbegriff hier die Sehhilfe, was ja sicherlich eigentlich naheliegend wäre. Und die Abgrenzung zu anderen Sehhilfen ist, eine Brille hat zwei Linsen und zwei Ohrenbügel. Zum Beispiel, was noch unter den Oberbegriff Sehhilfe passt, aber keine Brille ist, ist etwa ein Zwicker. Ein Zwicker hat zwar zwei Linsen, aber nicht zwei Ohrenbügel. Monokel hat nur eine Linsen, Kontaktlinsen und keine Bügel. Kontaktlinsen hat auch nur, ist auch nur Linse und hat keine Bügel und so weiter. Ja, also typische Formen, wie man etwas definiert. Oberbegriff und dann Abgrenzung unterhalb des Oberbegriffs. Hier sagen wir alles, es ist alles eine Brille, was eine Sehhilfe ist und zwei Linsen und zwei Ohrenbügel hat. Gut, vielleicht noch das, ein vielleicht humoristisches Beispiel einer Definition, einfach um das nochmal klar zu machen. Ein Paradoxon ist eine Tatsache. Ja? Wenn es keine Tatsache ist, dann ist es also auch kein Paradoxon. Eine Tatsache, die auf dem Kopf steht. Wenn es nicht auf dem Kopf steht, ist es also auch kein Paradoxon. Um auf sich aufmerksam zu machen, wenn es nicht auf sich aufmerksam machen will, dann ist es auch kein Paradoxon. Ja? Also drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Eine Tatsache, auf dem Kopf stehen, auf sich aufmerksam machen wollen. Nur dann ist es ein Paradoxon. Das kann man natürlich auch an realistischeren Beispielen durchexerzieren, aber ich denke, es ist vielleicht nicht falsch, das mal hier an so einem Beispiel durchzuexerzieren. So, Wasser im Wein. Und sehr häufig ist bisher noch keine scharfe Abgrenzung gefunden worden, also keine wirklich treffende Definition gefunden worden, die wirklich scharf abgrenzt, und vielleicht gibt es diese auch gar nicht. Vielleicht suchen wir da auch etwas, was es gar nicht gibt. Zum Beispiel, wenn Sie mit Tumor zu tun, also hoffentlich nicht mit dem Thema Tumor zu tun haben, dann stellt sich immer, oder geschwulst, dann stellt sich immer die Frage, ob gutartig oder bösartig. Und da gibt es nicht, Sie bekommen dann zwar typischerweise eine Auskunft, ob jetzt gutartig oder bösartig, aber man kann das nicht wirklich abgrenzen. Man kann nicht wirklich abschließend sagen, dieser Tumor ist gutartig, wird sich nicht böse entwickeln, oder dieser Tumor ist bösartig, wird sich böse entwickeln. Ja. Auch hier wieder wie bei Intelligenz etwa, man muss es operationalisieren durch Kriterien, die man nachprüfen kann. Und diese Kriterien sind nur näherungsweise das, was man eigentlich will bei den Begriffen gutartig oder bösartig. Oder Definition von Art in der Biologie, eine gängige Definition. Eine gängige Definition von Art, Spezies in der Biologie ist, zwei Individuen gehören zur selben Spezies
also männlich-weiblich, gehören zur selben Spezies, wenn sie fortpflanzungsfähige Nachkommen haben können. Ja, also zum Beispiel Pferd und Esel gehören nicht zur selben Spezies. Sie können zwar Nachkommen haben, Maultiere bzw. Maulesel, aber diese sind selbst nicht fortpflanzungsfähig. Hat man lange mit diesem Begriff gearbeitet und Sie können sich ja vorstellen, dass das durchaus seine Schwierigkeiten hat, mit so einem Begriff, mit so einer Definition dann umzugehen. Aber soweit ich informiert bin, man möge mich da korrigieren, wenn Sie da mehr wissen, hat man noch nicht die perfekte Definition des Begriffs Art in der Biologie gefunden. Ja, also bestmöglich an das Ziel annähern und wichtig, bewusst sich immer klar machen, das ist jetzt keine hundertprozentige Definition, sondern es ist nur eine Annäherung an die Definition. Insbesondere bei sowas wie gutartig und bösartig ist das natürlich sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, dass die Trennung zwischen gutartig und bösartig, wie man sie in medizinischen Untersuchungen, in pathologischen Untersuchungen durchführt, nicht wirklich trennscharf das voneinander trennt, was man eigentlich als gutartig oder als bösartig bezeichnen möchte. So, häufig ist es so in mündlichen Prüfungen, wenn ich frage, was ist denn eigentlich eine Definition, dass Leute anfangen, ist es eine Beschreibung und ist eine, oder ist es eine Erläuterung, sage ich schon, nein, sind schon völlig falsch, wollen wir gar nicht erst weitermachen. Definitionen haben nur einen Zweck, nämlich Abgrenzung. Das Wort Definition haben wir eben geklärt, heißt ja sogar Abgrenzung aus dem Lateinischen. Definitionen haben nicht den Zweck, zumindest im MINT-Bereich, haben nicht den Zweck, zu erklären, zu erläutern, worum es geht, zu beschreiben, zu illustrieren, eine Intuition zu geben und so weiter, sondern einfach nur Abgrenzung, einfach nur operationalisierbar. Ich habe hier so ein Ding, ich habe hier so ein Tier. Gehört das unter die Spezies Pferd oder gehört das nicht unter die Spezies Pferd? Ich habe hier einen Tumor, eine Geschwulst. Gehört die unter die Klassifikation bösartig oder gehört sie nicht unter die Klassifikation bösartig? Ende. Sonst hat eine Definition keine andere Aufgabe. Zum Beispiel in der Art. Die populäre Definition habe ich eben schon mal genannt. Genau dieses Beispiel habe ich eben schon mal genannt, habe ich vorgegriffen. Es hat natürlich gar keine Erklärungsbeschreibung, es gibt keine Intuition, nichts, was eine Art eigentlich sein soll, sondern einfach nur ein Mittel zur Hand, zur Unterscheidung, du Pferd, du Esel. Ja, um klar, also du und du nicht von derselben Art. Mehr bietet das nicht. Es bietet keine Erklärung, keine Beschreibung, keine Intuition, kein gar nichts. Ja. Natürlich wird man immer auch noch eine Intuition oder irgendwas geben wollen, aber es bietet sich auf jeden Fall an, das voneinander zu trennen. Das ist die Definition und dann kommt als nächstes der Begleittext. Darunter kann man sich das und das vorstellen. Der Gedanke hinter der Definition ist das und das und so weiter und so fort, aber getrennt, nicht ineinander vermischt. So. Wir haben jetzt, ich habe das schon angesprochen, dass häufig Begrifflichkeiten von verschiedenen Leuten leicht oder sogar nicht mal leicht unterschiedlich verwendet werden. Und auch Sie finden auch Begriffe in Büchern, wo man zumindest den Gedanken haben kann, dass der Autor, die Autorin diesen Begriff in verschiedenen Kapiteln, an verschiedenen Stellen leicht unterschiedlich gemeint hat. Sich gar nicht so richtig präzise im Detail klar gemacht hat, was dieser Begriff besagt und den Begriff mal ein bisschen so, mal ein bisschen so. Ja. Denken Sie so an allgemeine Begriffe wie Freiheit oder Faschismus oder solche Dinge, wo es ja durchaus verschiedene Bedeutungen gibt von demselben Wort. Und wenn man sich nicht klar macht, welche Bedeutung man diesem Wort eigentlich geben will in seinem Text, dann kann es leicht passieren, dass man innerhalb des Textes dann von einer Bedeutung zur anderen springt, was natürlich die Unmissverständlichkeit sehr stark beeinträchtigt. Ich möchte ein Beispiel hier geben, natürlich in Zahlen. Wir sind hier beim Thema Normierung, nämlich die Zielsetzung von
verbindlichen Definition. Das ist ein Unterschied, ja. Wir haben bisher von Definitionen gesprochen, ja. Und ich kann den Begriff Brille anders definieren als Sie, ja. Wir können dann aneinander vorbeireden, wenn wir von Brille reden, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eine Brille ist. Aber Schlimmeres passiert dann halt nicht. Aber in vielen, vielen Bereichen ist es wichtig, verbindliche Definitionen zu haben. Das heißt, meistens ein Gremium legt verbindlich fest, wie die Definition ist, und alle anderen haben sich gefälligst daran zu halten. Und das wird dann auch durch die Gerichte im Streitfall, die sollten sich tunlichst auch an diese verbindliche Definition in Form einer Normierung halten. Und Normen kennen Sie überall im technischen Bereich, ja. Sogar Farben werden normiert. Wenn Sie eine Wandfarbe aussuchen, dann finden Sie da eine RAL-Farbennummer, RAL typischerweise. Das ist einfach eine Norm. Diese Zahl besagt, das ist diese Farbe und keine andere Farbe. Nur ein Beispiel. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel hier nennen, jetzt aus der Mathematik, aus der Schulmathematik der natürlichen Zahlen, was immer ein schönes Beispiel ist, wo man zwei verschiedene Definitionen hat, wo zwei verschiedene Definitionen parallel zueinander gepflegt werden. Nämlich einerseits sind die natürlichen Zahlen die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Oder die natürlichen Zahlen sind die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also gehört die 0 dazu oder gehört sie nicht dazu? Und das ist jetzt in den meisten Fällen jetzt nicht so dramatisch. Es ist natürlich ärgerlich, wenn der Aufgabentext in Ihrer Mathe-Klausur in der Schule irgendwas mit natürlichen Zahlen hatte und Sie verwenden eine andere Definition von natürlichen Zahlen als der Lehrer, die Lehrerin, und der Lehrer, die Lehrerin legt dann die eigene Definition zugrunde und nicht die, die Sie beim Lösen der Aufgabe verwendet haben, nicht? Das ist dann natürlich ärgerlich. Aber in anderen Bereichen, in technischen Bereichen, ist es wichtig zu wissen, ob die Zahl 0 dazugehört. Ja, wenn da irgendwo steht, muss für alle natürlichen Zahlen funktionieren, dann ist die Frage wichtig, ob es auch für die 0 funktionieren muss oder nicht funktionieren muss. Deshalb gibt es für solche Sachen, sogar für die natürlichen Zahlen, Normen. Ja, für alle Begriffe, auch Notation, auch zum Beispiel technische Symbole, dafür gibt es auch Normen, welches Symbol jetzt genau was bedeutet. Und brauchen Sie sich natürlich nicht zu merken. Das habe ich auch nur nachgeschlagen und habe es auch wieder vergessen, dass es da eine DIN-Norm gibt für Logik- und Mengenlehre, also für diese Bereiche der Mathematik, die Ihnen teilweise auch in der Schulmathematik begegnet sind. Und in dieser Norm steht, die 0 gehört zu den natürlichen Zahlen. Das heißt also, wenn irgendwo im technischen Bereich ein Gerichtsstreit entsteht, weil die eine Partei die 0 zu den natürlichen Zahlen dazugerechnet hat und die andere nicht. Also wenn beispielsweise der Auftraggeber die 0 dazugerechnet hat und der Auftragnehmer hat die 0 nicht berücksichtigt, sondern nur die Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, im Softwarebereich zum Beispiel, ob auch eine Eingabe der Länge 0 berücksichtigt werden muss oder nur eine Eingabe, deren Länge eine natürliche Zahl 1, 2, 3, 4 ist. Dann sieht man sich vor Gericht potenziell wieder und dann wird das Gericht hoffentlich die Norm 5473 zu Rate ziehen oder einen Experten, einen Gutachter, der genau erklärt, nach Norm, die Norm 5473 gehört die Null dazu, die Partei X hat Recht und die Partei Y hat Unrecht. Das ist Verbindlichkeit, also auch vor Gericht. So, wer schafft die Norm? Ja, eins hatten wir schon, das Deutsche Institut für Normung. Deshalb ist die Norm so ein bisschen doppelt genoppelt, nicht? Deutsches Institut für Normung, Norm, aber hat sich so eingebürgert, dass man es trotzdem DIN-Norm nennt. In vielen technischen Bereichen oder überhaupt in technischen Bereichen, gerade was Standardisierung angeht, hat die USA sehr, sehr starken Einfluss und deren DIN, deren Institut für Normung, spielt auch eine große Rolle, gerade in Bereichen auch wie Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnik und so weiter, gibt es viele ANSI-Standards. Also
Die Normen werden dann auch übernommen von den Einzelnen. Ja, also aus internationalen Normen werden dann übernommen, auch als nationale Normen zum Beispiel. Hier eine weitere Normierungsinstitution, auch in diesen Bereichen. Zum Beispiel, wie man auf dem Computer Zahlen darstellt und was es genau heißt, dass eine Zahl durch eine andere Zahl dividiert wird. Ja? Also was es genau heißt, dass eine reelle Zahl durch eine andere reelle Zahl dividiert wird, was da wirklich rauskommen muss, bis auf das letzte Bit, das ist hier in dieser Norm definiert. Daran hat man sich tunlichst zu halten. Oder entsprechend an alle Nutzer die Warnung zu geben: Achtung, ist nicht IEEE 754 konform. Und es gibt auch eine übergeordnete Vereinigung der Standardisierungsgremien, denn man versucht natürlich international die Normierung, die Standardisierungen zu harmonisieren, damit man, wenn sie in ein anderes Land gehen, dass sie nicht plötzlich ganz andere Standards haben. Ja, angefangen bei so Kleinigkeiten wie dem Stecker und Steckdose, nicht? Kennen Sie, dass Sie in vielen Ländern Adapter mitnehmen sollten oder hoffen sollten, dass Sie da einen Adapter kriegen können. Aber natürlich, je mehr harmonisiert wird, umso besser. Ja, zur Harmonisierung denken Sie nur sowas wie Aufladung von Smartphones und anderen mobilen Endgeräten, dass da ja auch inzwischen EU-Vorgabe auch in nationales Recht umgesetzt ist, dass Smartphones und andere mobile Endgeräte dann demnächst immer mit einem bestimmten USB-Stecker aufgeladen werden können, damit das leidige Problem endlich vorbei ist, dass man für jedes mobile Endgerät wieder ein anderes Aufladegerät braucht. So, in den MINT-Fächern, aber wie immer auch nicht nur, zum Beispiel auch im juristischen Bereich ist das eine Zielsetzung umfassend. Also alles, was begrifflich gefasst werden muss, versucht man auch begrifflich zu fassen, kohärent, dass sich keine inneren logischen Widersprüche ergeben und unzweideutig, was vielleicht ein Synonym für unmissverständlich eigentlich ist, nicht? Mehr oder weniger, würde ich mal sagen. So, was man sich dabei klar machen muss, ist, dass sowas keinesfalls leicht zu bekommen ist. Ja? Hinter dem, was Sie in der Schule oder vielleicht auch im Studium in MINT-Bereichen gesehen haben, an in sich kohärenten Begriffsapparaten, ist das Ergebnis von unzähligen, von Tausenden und Abertausenden Personenstunden, Personentagen, Personenjahren, von den klügsten Köpfen teilweise. Ja? Also zum Beispiel Mathematik, das ist mein ursprüngliches Fachgebiet, da habe ich ein bisschen mehr Einblick vielleicht auch in die Historie. Also ungefähr kann man das so datieren, Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts haben auch die klügsten Köpfe der Mathematik, diejenigen, deren Name in der Mathematik heute noch hochgehalten wird, sehr viel Arbeit reingesteckt, mitzuwirken daran, einen solchen kohärenten, natürlich auch umfassenden und unzweideutigen Begriffsapparat zu schaffen. Und was Sie sehen, wenn Sie zum Beispiel in der Schule im Physikunterricht jetzt sehen, Sie sehen die Begriffe Kraft, Arbeit, Leistung, Impuls, Energie mit ihren jeweiligen Formeln. Das ist natürlich eine große Leistung gewesen, das so auseinander zu klamüsern und die verschiedenen Größen, die wirklich wichtig sind, dann jeweils zu identifizieren und vernünftig zu benennen und so in Beziehung zueinander setzen, dass das alles in sich kohärent ist. Ja? Arbeit gleich Kraft mal Weg und solche Sachen. Rechtslehre ist ein anderes Beispiel. Ich möchte nicht immer nur auf Beispiele aus dem MINT-Bereich zurückgreifen müssen. Auch hier, ja, da findet sich vieles durch Kommentare zu den Gesetzen, aber auch durch die Grundsatzrechtsprechung. Ja, zum Beispiel solche Begriffe wie
Mordmerkmale, ja, die Merkmale, die aus einem Tötungsdelikt einen Mord machen, ja, dass Vorsatz gegeben sein muss, und zwar auch bedingter Vorsatz, ja, also bedingter Vorsatz nach dem Motto, ach, ich habe es in Kauf genommen, ist auch Vorsatz, und dass die Merkmale mindestens eines der Merkmale wie Heimtücke, niedere Beweggründe, Vertuschung einer anderen Straftat und so weiter gegeben sein muss. Ja, was das alles heißt, das finden Sie leider nicht in den Gesetzen, das finden Sie nicht im Strafgesetzbuch. Aber wenn Sie alles zusammennehmen, das Strafgesetzbuch, die Kommentare zum Strafgesetzbuch und die Grundsatzurteile, ja, eine ganze Menge Stoff, aber dann haben Sie im Prinzip auch so etwas wie einen umfassenden, also alle bisherigen Streitfälle, alle bisherigen Gerichtsfälle, hoffentlich umfassenden, hoffentlich kohärenten und hoffentlich weitgehend unzweideutigen Begriffsapparat. Ja, da läuft das anders als in der Rechtslehre, läuft das zumindest im deutschen Recht anders als beispielsweise im Bereich Technik, dass man nicht versucht, diesen Begriffsapparat sozusagen als ein großes Dokument oder so wird es als ein Lehrbuch etwa darzustellen, sondern dass man sich das eben zusammensuchen muss aus Gesetzestext, zugehöriger Umsetzungsverordnung, falls vorhanden, zugehörigen Kommentaren, zugehörigen Grundsatzurteilen und so weiter und so fort. Ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist, als ich diese Folie gebastelt habe, war der, ob man nicht vielleicht, ob man nicht vielleicht eher die Rechtslehre hier als beispielhaft nehmen könnte für Nicht-MINT-Fächer als die MINT-Fächer selbst. Aber es ist ja nicht so weit weg voneinander. So, ein Beispiel möchte ich noch nennen, noch zeigen hier. Das ist die Präambel aus der Wikipedia zu dem Wikipedia-Artikel zum Faschismus. Will ich jetzt hier nicht alles durchgehen. Das ist sicherlich ein Antibeispiel dafür, was ein schlecht definierter Begriff ist. Mit dem Ergebnis, dass dieser Begriff von allen und jeden, gegen allen und jeden als Kampfbegriff verwendet werden kann. Ja? Der von Kurt Schumacher geprägte Begriff rotlackierte Faschisten wäre so ein Beispiel dafür. Damit hat er die Kommunisten gemeint. Kurt Schumacher war der erste Vorsitzende der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg, zur Einordnung. Ja, wobei nicht mal klar ist, ob zum Beispiel Francisco Franco in Spanien als Faschist zu werden ist. Denn er hat sich zwar von den Faschisten mit in die Macht bringen lassen, aber er hat eigentlich die Programmpunkte der Faschisten, die ihm mit zur Macht verholfen haben, doch ziemlich ignoriert. Also was der Begriff Faschismus eigentlich bedeutet, außer dass es als inhaltsleerer Kampfbegriff verwendet werden kann gegen alles und jeden, ist unklar. Und deshalb würde ich das absolut als Antibeispiel sehen. So, jetzt müssen Sie neue Sachen vielleicht mal selber definieren. Sie müssen neue Begriffe einführen und dann natürlich auch hoffentlich definieren. Also, Sie wählen erst einmal einen Begriff, einen Namen, also ein Lexem hatten wir gesagt, oder einen Begriff, der aus mehreren Wörtern besteht, so wie der Heilige Stuhl etwa, und müssen diesen Begriff wählen und müssen den dann auch definieren. Worauf sollte man achten, wenn man einen Namen für etwas Neues zu definieren wählt? Ja? Sie werden vielleicht ein neues Konzept einführen in Ihre Abschlussarbeit, was es vorher noch nicht gegeben hat, und müssen dem dann auch einen Namen geben. Denn Sie müssen ja, wenn Sie von diesem Konzept an verschiedenen Stellen reden, ist es unökonomisch, wenn Sie dem nicht einen Namen geben, den Sie einfach an diesen ganzen Stellen verwenden können. Sollte natürlich passend sein, sollte sich verstehen, aber nicht irreführend. Sollte sich eigentlich von selbst verstehen, aber wir werden gleich ein Beispiel sehen. Problematische Beispiele sehen wir jetzt auf den nächsten drei Folien. Armut in Deutschland ist so ein problematisches Beispiel.
Publikumsmedien, was meine ich damit? Damit meine ich Tageszeitungen, Wochenzeitschriften, politische Magazine, aber auch beispielsweise die Tagesschau oder heute, also Nachrichten, Sendungen oder auch heute Journal, Tagesthemen. Das meine ich alles mit Publikumsmedien, keine Fach, im Gegensatz zu Fachmedien. Und da finden Sie häufig den Begriff Armut, vor allem in der Überschrift, etwa bei Printmedien und in der Anmoderation, ohne dass da irgendwas dazu gesagt wird. Aber wenn Sie dann weiterlesen, dann stellen Sie fest, dass typischerweise die Definition über relative Armut geht. Was ist relative Armut? Relative Armut ist, dass man ist relativ arm, wenn man in Bezug zur Referenzgruppe, also hier in Deutschland in Bezug zu allen deutschen Haushalten, weniger als 60% vom Medianeinkommen hat. Was ist das Medianeinkommen? Medianeinkommen ist das Einkommen, wo 50% der Menschen weniger und 50% der Menschen mehr Einkommen haben. Also von diesem Medianeinkommen, was also genau in der Mitte liegt, wenn man so will, nicht der Durchschnitt ist. Ja, der Durchschnitt ist etwas anderes als das Medianeinkommen. Der Durchschnitt ist, Sie summieren alle Einkommen aller Menschen auf und teilen dann durch die Anzahl der Menschen. Und Medianeinkommen ist, Sie stellen sich sortiert alle Menschen nach ihrem Einkommen vor, vom geringsten Einkommen bis zum höchsten Einkommen. Und dann gehen Sie genau in die Mitte, genau in die Hälfte von dieser Aufreihung. Und das ist dann das Medianeinkommen. Ja, das ist im Normalfall ist es nicht gleich dem Durchschnittseinkommen. Ja, zum Beispiel Studierende sind nach dieser Definition typischerweise relativ arm. Selbst wenn sie in einer Wohnung wohnen, die von ihren Eltern finanziert wird, was ihnen dann nicht unbedingt als Einkommen angerechnet wird, sind sie dann relativ arm. Später sind sie natürlich, hoffen wir mal, gehe ich mal davon aus, fallen sie nicht mehr unter den relativen Armut. Aber Sie sehen das Problem, wir reden von Armut. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass das Wort Armut Konnotationen hervorruft, Vorstellungen hervorruft von Kindern in der Sahelzone mit Wasserbauch, wo die Fliegen um den Kopf fliegen und so weiter, die nichts zu essen haben, die kurz vorm Sterben sind und so weiter. Solche Sachen zum Beispiel. Ja. Armut ist ein extrem emotional konnotiertes Wort, während relative Armut eigentlich ja etwas über die Verteilung der Einkommen und der Vermögen in einem Land vielleicht sagt, aber nicht darüber, wie arm die Leute wirklich sind. Ja, wer relativ arm in Deutschland ist, ist immer noch reicher als die Leute in der Sahelzone. Das ist die Problematik dabei, nicht? Wie regional ist regional? Also der Begriff regional wird ja häufig verwendet auf Produkten, ja, aus regionalem Anbau oder von regionalen Milchkühen oder solche Sachen. Und jetzt will ich einfach nur mal was von der Verbraucherzahl NRW zitieren. Woher das in der Werbung angepriesene Produkt tatsächlich stammt, dann stellen Sie beispielsweise fest, dass die Milch, die angeblich aus dem Schwarzwald kommt, in Wirklichkeit irgendwo aus der Rheinebene bei Freiburg herstammt oder ähnliches. Oder vielleicht dort nur verarbeitet wurde und aus einem ganz anderen Land, in einem ganz anderen Land gemolken worden ist und solche Sachen. Oder noch ein anderes Beispiel, natürliches Erdbeeraroma. Ein natürliches Erdbeeraroma muss wirklich mit rein physikalischen Mitteln, das heißt also ohne chemische Zusätze zum Starten des Verfahrens oder ähnliches gewonnen worden sein, ja. Aber es gibt auch zum Beispiel die Kombination, da steht natürliches Aroma auf einem Joghurt beispielsweise mit Erdbeergeschmack und da sehen Sie dann Bilder von leckeren Erdbeeren natürlich auf der Verpackung vom Joghurt. Und das heißt eben nicht, dass das natürliche Aroma aus Erdbeeren gewonnen sein muss, sondern nur natürlich und durchaus auch durch Fermentierung oder ähnliches, was eben heißt, dass dieses natürliche Aroma, wenn es nicht heißt ein natürliches Erdbeeraroma, sondern nur natürliches Aroma, auch wenn in Kombination mit so etwas,
mit solchen Bildern, dass es keineswegs aus Erdbeeren worden sein muss, sondern aus allen möglichen anderen, was sie vielleicht gar nicht so unbedingt sich gerne vorstellen würden. Ein Beispiel, was sicherlich eine Warnung wert ist, das Wort Tarif. Ja, was stellen Sie sich unter dem Wort Tarif vor? Also normal stellt man sich sicherlich so etwas wie Mobilfunktarif oder Stromtarif oder ähnliches. Das heißt also, man kauft eine gewisse Leistung ein und bezahlt dafür einen monatlichen oder jährlichen Gebühr. Nicht? Das versteht man unter einem Tarif normalerweise. Die privaten Krankenversicherungen oder zumindest manche private Krankenversicherungen verstehen unter Tarif noch viel, viel mehr und das ist durchaus für die Frage relevant, ob man in die private Krankenversicherung gehen sollte oder nicht. Also, das ist das, was Tarif typischerweise bedeutet, so im Sinne von Mobilfunktarif. Was heißt es hier auch? Wenn Sie eine private Krankenversicherung abschließen, dann schließen Sie die natürlich auch, wie bei allem anderen, wie beim Mobilfunk und allem, ab auf Basis eines bestimmten Tarifs. Und dieser Tarif ist eine Solidargemeinschaft, eine relativ kleine Solidargemeinschaft. Und dieser Tarif wird dann irgendwann nach einer gewissen Zeit geschlossen. Da kommt keiner mehr rein in diesen Tarif. Und dafür gibt es neue Tarife, die dann beworben werden. In die dann junge Leute wieder reinkommen. Das heißt also, wenn dieser Tarif geschlossen wird, gibt es keine jungen Leute mehr, die in diesen Tarif hineinkommen. In diese kleine eigene Solidargemeinschaft kommen keine jungen Leute mehr hinein, sondern diese Solidargemeinschaft altert gemeinsam. Und wenn Sie sich wundern, hin und wieder mal liest man Berichte in den Medien darüber, dass teilweise exorbitante monatliche Gebühren fällig werden in privaten Krankenversicherungen. Das ist der Punkt, der dahinter steht, dass Sie mit anderen alten Leuten dann wenn Sie selber alt geworden sind, eine Solidargemeinschaft bilden. Das heißt auch mit Leuten, die entsprechend teuer sind, weil die billigen Leute, die für die private Krankenversicherung billigen Leute, kommen nicht in ihren Tarif, sondern kommen in einen anderen Tarif. Und weil da nur junge Leute drin sind, ist dieser Tarif natürlich besonders attraktiv, besonders geringe Gebühren. Ja. Gut, lassen wir das erst einmal so weit aus sich beruhen. Es gibt natürlich noch unzählige Beispiele und andere Beispiele werden wir noch in anderen Kontexten dazu sehen. Sparsamkeit bei Definition ist jetzt ein wichtiger Punkt. Nur dann einen neuen Begriff einführen und definieren, wenn er wirklich gebraucht wird. Also nicht einfach so Begriffe einführen, für die es keinen dringenden Grund gibt. Ja, wenn Sie ein Konzept nur ein einziges Mal irgendwo verwenden, mal kurz da beschreiben und nie wieder verwenden, nie wieder darauf zurückkommen, dann brauchen Sie dafür keinen Begriff einzuführen. Ja, das gibt Ihnen keinen Mehrwert. Der Einführung eines Begriffes gibt Ihnen Mehrwert, wenn Sie später immer wieder durch diesen Begriff auf das Konzept, was Sie einmal irgendwo geschrieben haben, also die Definition dieses Begriffs, wenn Sie darauf wieder zurückkommen können. Also wenn Sie jedes Mal stattdessen das ganze Konzept wieder beschreiben müssten, dann macht es natürlich Sinn, da stattdessen einen Begriff einzuführen, nur einmal das Konzept zu beschreiben, also die Definition des Begriffs und danach diesen Begriff immer wieder anstelle des Konzepts, der Beschreibung des Konzepts zu verwenden. Wichtig auch, nicht mehrere Begriffe für dieselbe Sache einführen oder verwenden, also keine Synonyme oder beinahe Synonyme verwenden. Wenn Sie einen Text schreiben, sei es eine Abschlussarbeit oder Studienarbeit oder was auch immer, dann sollten Sie natürlich besser. Wenn Sie mehrere Begriffe für dasselbe haben, synonyme Begriffe, sollten Sie bei einem dieser Begriffe bleiben und nicht laufend hin und her springen. Das verwirrt potenziell beim Lesen. Und dann aber natürlich auch die Begriffe dann auch nach ihren Definitionen wirklich zu verwenden. Ja, also schön und gut, wenn man die Begriffe alle definiert hat, aber wenn man sie die Begriffe dann ganz anders verwendet, als sie sie definiert haben, dann haben sie natürlich eher noch Verwirrung gestiftet als Verwirrung aufgelöst.
Und hier ist auch das Problem, dass es, wenn ich sage, Begriffe immer nach ihren Definitionen verwenden, dass es eben durchaus mehrere Begriffe, für einen Begriff durchaus mehrere Definitionen geben kann. Das heißt, im Zweifelsfall entweder selbst die Definition hinschreiben, wie Sie diesen Begriff verwenden wollen, oder irgendwie auf irgendwas hinweisen, zum Beispiel der Begriff Ethik nach Aristoteles. Oder der Begriff Ethik nach Kant oder so etwas, ja. Dass sie, oder idealerweise dann natürlich nochmal paraphrasieren, was sie mit Ethik nach Kant meinen, damit man, damit sich ihre Leserschaft dann nicht erst selber nochmal schlau machen muss bei Immanuel Kant, was seine ethischen Vorstellungen sind oder so etwas. Oder, also wir sind jetzt bei Begriffe unterscheiden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Zwei verschiedene Begriffe, die zunächst mal dasselbe zu meinen scheinen, aber nicht unbedingt dasselbe sind, wo man dann auch böse reinfallen kann. So, wenn Sie zum Beispiel Ihr Auto verkaufen, dann wird vielleicht sogar eine Rubrik stehen, Baujahr, und da gucken Sie in den Kfz-Fahrzeugschein rein. In Ihre Zulassung B also und nehmen das, sehen da die Jahreszahl und übertragen die. Aber das ist nicht unbedingt immer korrekt, sondern was dort steht, ist das Datum der Erstzulassung bzw. der Ausstellung des Fahrzeugscheins, was eigentlich so mehr oder weniger dasselbe sein soll. Ja? Das kann einen Unterschied geben zwischen dem Baujahr und dem Datum der Erstzulassung. Ja? Wenn ein Auto beim Autohändler oder irgendwo auf Halde lange Zeit gestanden hat, bevor es verkauft wird und erst wenn es verkauft wird, erst zugelassen ist. Da gibt es auch anscheinend Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Leute anzusprechen, die Autos annoncieren und die dann hinkommen und einfach nur überprüfen, ob das Baujahr. Ob das, was in der Annonce steht, wirklich das Baujahr ist, und wenn es nicht dasselbe ist, dann versuchen, denjenigen zu erpressen, mit der Drohung eine Betrugsanzeige aufzugeben oder so etwas. Ja, also da sehen Sie ein schönes Beispiel, oder was heißt schön, ein böses Beispiel dafür, dass man böse reinfallen kann, wenn man die Begriffe nicht sorgfältig unterscheidet. Ja, ganz aus dem Leben gegriffen. Neubauwohnungen. Oder Neubauhäuser, dasselbe. Da sehen Sie häufig den Begriff schlüsselfertig. Ja, sogar in Verträgen zwischen Käufer und Verkäufer finden Sie das Wort schlüsselfertig. Sie haben da sicherlich eine bestimmte Vorstellung, was das Wort schlüsselfertig besagen soll. Aber der Begriff schlüsselfertig ist nicht eindeutig rechtlich definiert. Ja, also schlüsselfertig, wenn Sie eine Neubauwohnung kaufen oder mieten, aber meistens geht es um Kauf, und im Vertrag steht, dass die schlüsselfertig übergeben wird und es fehlt irgendwie noch alles, es fehlt der Anstrich, es fehlen wesentliche Installationen oder ähnliches, dann können Sie natürlich den Verkäufer verklagen, aber Sie werden vor Gericht nicht unbedingt Recht bekommen, weil der Begriff schlüsselfertig nichts sagen lässt. Das Wort, das vor Gericht einen Wert hat, ist das Wort bezugsfertig. Nicht hundertprozentig, aber im Prinzip läuft das Wort bezugsfertig mehr oder weniger darauf hinaus, dass Sie jetzt am Tag der Übergabe mit dem Möbelwagen ankommen können, wenn Sie wollen. So grob gesprochen. Das, was man unter dem Begriff schlüsselfertig verstehen würde, nicht? Was es aber nicht besagt. Begriffe, die synonym zu sein scheinen, zum Beispiel Bio. Bio ist nicht gleich Öko. Ja? Bio, ich weiß nicht, was eigentlich Bio und was Öko eigentlich ist. Bio ist nach meinem Verständnis, Bio-Lebensmittel sind eigentlich eher gut für mich, wenn ich die esse, und Öko sind gut. Sind ökologisch gut für, dass sie nicht so viel Wasser verbrauchen, die Erde die Nährstoffe nicht aus der Erde völlig auslutschen oder solche Sachen. Das
würde ich mir unter Öko da vorstellen. Auch das ist nicht gleich pflanzlich, nicht? Scheint viele Leute zu geben, die pflanzlich zum Beispiel mit natürlich gleichsetzen oder auch mit gesund oder mit sanft, ja. Sanfte Medizin gleich pflanzliche Medizin. Das scheinen viele Menschen einfach so im Kopf drin zu haben, gleich natürliche Medizin und natürlich gleich gesund. Aber natürlich, wenn man das mal so zusammenschreibt, so wie hier, wenn man das mal wirklich explizit macht, dann wird natürlich sofort sichtbar, dass keine der Implikationen, weder folgt das Bio gleich Öko, noch folgt das Öko Bio und so weiter, dass diese Schlussfolgerung valide ist. Ich habe das auch schon gesehen, da wird mit einem Label zum Thema Wohngesundheit werden Möbel verkauft. Und dann habe ich mal in die Vergabebedingungen für dieses Label reingeschaut und habe festgestellt, dieses Label wird vergeben, wenn die Produktion der Möbel ökologisch ist, einigermaßen gut ist, also nicht so viel Umweltverschmutzung mit sich bringt. Ja. Ist natürlich schön, wenn die Produktion von Möbeln wenig Umweltverschmutzung mit sich bringt, aber es ist nicht das, was man sich vorstellt, wenn man das kauft, dass das was mit Wohngesundheit zu tun hat. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ja. Also mit solchen falschen Synonymen, mit solchen Begrifflichkeiten, wo man leicht geneigt ist, die als Synonym zu sehen, damit wird viel Werbung gemacht, damit wird viel verkauft. So, ich glaube, das Beispiel hatten wir heute sogar schon mal. Schulfach Physik, Sie haben fünf verschiedene Begriffe, denke ich, kennengelernt im Schulfach Physik. Impuls, Kraft, Arbeit, Leistung und Energie. Ja, das sind fundamental unterschiedliche Begriffe und wahrscheinlich haben Sie mal darunter gelitten, dass Sie diese Begriffe in Klausuren auseinanderhalten müssen. Aber es sind sehr unterschiedlich. Also Impuls und Kraft sind zum Beispiel vektoriell, haben eine Richtung. Arbeit, Leistung und Energie haben keine Richtung. Wo sind wir bei Pferdestärken? PS von Autos, da sind wir bei Leistung. Und wo sind wir bei Ihrer Stromabrechnung? Kilowattstunden, da sind wir bei Energie und so weiter. Ja, erinnern Sie sich noch, was die Unterschiede sind und wie die miteinander zu tun haben? Arbeit gleich Kraft mal Weg und Leistung gleich Arbeit pro Zeit und so weiter. Also auch wieder ein Beispiel dafür, was Sie möglicherweise unangenehm in Erinnerung haben aus dem Physikunterricht, dass Sie diese Begriffe unterscheiden mussten, die auf den ersten Blick ja so aussehen, als ob Sie alles selber sagen würden, nicht? Bei der Steuer, Einkünfte, positive Einkünfte und Einkommen. Das ist manchmal wichtig, weil zum Beispiel bei Förderungen hängen unter Umständen an den positiven Einkünften und nicht an den Einkünften. Was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Einkünften und positive Einkünfte ist erstmal das, positive Einkünfte sind erstmal Ihre Einnahmen. Und wenn Sie alles steuerlich gelten, was steuerlich geltend gemacht werden kann, Ihre Werbungskosten oder Ihre besonderen Belastungen, außergewöhnlichen Belastungen oder etwas, wenn Sie das abgezogen haben, dann kommen Sie auf Ihre zu versteuernden Einkünfte. Und das Einkommen ist einfach die Summe Ihrer Einkünfte in einem Kalenderjahr, in einem Steuerjahr. Ja, also Sie müssen auch zum Beispiel, wenn Sie Fördermöglichkeiten, die vom Einkommen abhängen, wenn Sie sowas in Anspruch nehmen wollen, jetzt haben wir wieder das Thema Energie, Heizung auswechseln oder ähnliches, dann müssen Sie schauen, hängt es von den positiven Einkünften ab oder von den Einkünften? Diese Höhe ist höher in der Regel als diese Höhe, ob Sie unter die Fördermöglichkeiten fallen oder nicht. Begriffe unterscheiden. Als der Koalitionsvertrag vor nun schon 1,5 Jahren ungefähr geschlossen wurde zur jetzigen Ampelkoalition, da gab es ein großes Medienecho, Ehegattensplitting wird abgeschafft. Ja, können Sie immer noch natürlich im Internet überall finden. Ich habe in den Koalitionsvertrag interessehalber mal reingeschaut, weil mich das Thema ja dann doch auch betreffen würde.
Und was ich festgestellt habe, ist, dass es Änderungen, was tatsächlich im Koalitionsvertrag steht, ist Änderungen bei den Steuerklassen 3 und 5. Ja, und was ist dabei hier wieder so kleinigkeitskrämerisch? Das ist doch dasselbe. Nein, es ist nicht. Ehegattensplitting. Also das ist ein sehr häufig, ich würde das jetzt nicht, dieses Beispiel jetzt nicht bringen, wenn es nicht ein sehr häufiger Fehler, nicht nur in den Medien, sondern auch bei vielen Leuten ist im Kopf. Ehegattensplitting bedeutet, beeinflusst, wie viel ein Ehepaar letztendlich an Steuern zahlen muss. Also nach der Einkommensteuererklärung, nach dem Bescheid zur Einkommensteuererklärung. Ja, das, was am Ende das Ehepaar tatsächlich an Steuern zahlen muss, was aber mit den Steuerklassen überhaupt nichts zu tun hat. Ja, die Steuerklassen beeinflussen, wie viel sie netto vom Brutto während des Kalendersjahres Monat für Monat ausgezahlt kriegen. Ja, aber wenn sie hinterher die Einkommensteuererklärung machen, dann ist es vollkommen egal, was sie für Steuerklassen haben und wie die Steuerklassen ausgestaltet sind. Am Ende kriegen sie dasselbe raus. Das heißt also, die Koalition kann mit den Steuerklassen 3 und 5 machen, was sie will. Sie ändert nichts, dadurch jedenfalls nichts am Ehegattensplitting. Und mehr als das findet sich im Koalitionsvertrag auch nicht. Ja, also durch die Steuerklassen können sie ein bisschen steuern, wie viel sie noch während des Steuerjahres an Netto vom Brutto rauskriegen, aber nach der Steuererklärung, nach dem Bescheid, den sie dann kriegen und nachdem dann sie entweder Geld vom Finanzamt zurückerstattet bekommen oder nachzahlen müssen, ist es dasselbe, egal wie die Steuerklassen, welche Steuerklassen sie gewählt haben und egal wie die Steuerklassen definiert sind. Anderer wichtiger Punkt ist wichtig bei Kündigung zum Beispiel. Ja, wenn Sie sehen, Kündigung in Schriftform oder Kündigung in Textform, muss man aufpassen. Kündigung in Schriftform heißt, richtig, mit voller Namensunterschrift. Also auch nicht einfach nur mit dem Nachnamen, sondern mit Vorname und Nachname. Auch nicht nur, also K. Weihe als Unterschrift würde auch nicht reichen, sondern ich müsste mit Carsten Weihe unterschreiben, wenn eine Kündigung rechtsgültig sein soll, die in Schriftform verlangt ist. Während Textform einfach nur zum Beispiel auch eine E-Mail sein kann oder so etwas. Oder eine WhatsApp-Nachricht oder sowas ähnliches. Wir hatten es eben schon mit Vorsatz und bedingtem Vorsatz. Das ist auch ein Punkt, den man sich klar machen muss. Sehr häufig wähnt man sich auf der sicheren Seite, weil das, was ich gemacht habe, war nur fahrlässig, grob fahrlässig. Das bewusste Fahrlässigkeit, glaube ich, das ist falsch. Grobe Fahrlässigkeit muss hier stehen. Grobe Fahrlässigkeit. Es ist bedingten Vorsatz. Ich habe ja nur fahrlässig gehandelt, ich habe ja nicht vorsätzlich gehandelt. Also bin ich aus dem Schneider. Zum Beispiel bei Haftpflichtversicherung. Ich habe nicht vorsätzlich gehandelt, also ich habe es nur aus Versehen gemacht, also muss meine Haftpflichtversicherung nicht zahlen, muss meine Haftpflichtversicherung den Schaden, den ich angerichtet habe, zahlen. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Denn die Grenze zwischen grober Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz ist fließend. Und wenn erst einmal Ihre Haftpflichtversicherung, also Ihre Haftpflichtversicherung hat erst dann mal die Beweispflicht, Ihnen nachzuweisen, dass es Vorsatz war. Aber wenn Sie nur irgendwie den Verdacht aufkommen lassen, dass es nicht Fahrlässigkeit, sondern bedingter Vorsatz war, die Grenzen sind wie gesagt fließend, dann kann die Haftpflichtversicherung sich da auf den Standpunkt stellen, dass die Beweislast umgekehrt ist. Dass Sie jetzt beweisen müssen, dass es nicht vorsätzlich war. Und das versuchen Sie mal, das wird schwierig. Also wird schon gut gehen, doch bewusste Fahrlässigkeit wird schon gut gehen. Bedingter Vorsatz ist na und wenn schon. Ja, also Sie sehen, die Grenzen sind fließend. Und noch eine Warnung dazu: In anderen Ländern gibt es auch diese bewusste Fahrlässigkeit und den bedingten Vorsatz, aber da sind die Grenzen leicht anders. Ja, also das, was hier noch Fahrlässigkeit in Deutschland ist,
kann in einem anderen Land schon bedingter Voraussetzung und damit Vorsatz sein. Ja? Das war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, da gab es in Berlin ein nächtliches Autorennen auf einer Straße, die nicht für Autorennen geeignet und auch nicht dafür gedacht ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dabei ist dann ein Fußgänger, glaube ich, oder Fahrradfahrer, weiß nicht mehr genau, jedenfalls ein Unbeteiligter, ist dann da in einem Unfall zu Tode gekommen. Und jetzt ist die Frage, war das jetzt fahrlässig, dieser Tod, oder war es ein bedingt vorsätzlich? Ja? Wenn es bedingt vorsätzlich ist, hat das ganz große Konsequenzen, nämlich es ist eine der Voraussetzungen dafür, dass man auf Mord erkennt. Dass es nicht nur einfach ein Tötungsdelikt ist, nicht nur einfach Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge, sondern wirklich Mord. Was bedeutet lebenslänglich? Und lebenslänglich bedeutet in Deutschland mindestens 15 Jahre. Ja, und da gab es dann große Diskussionen und auch große Rechtsstreitigkeiten darüber, ob das jetzt bedingt vorsätzlich oder nur fahrlässig war, ob es ein Mord sein kann oder nicht. Hier Versicherungsvertraggesetz zum Beispiel, eben Haftpflichtversicherer oder andere Versicherung, der Versicherer ist nicht so leicht und verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich und widerrechtlich den Schaden herbeigeführt hat. Und vorsätzlich kann eben auch bedingt vorsätzlich heißen. Ja? Ein weiteres wichtiges Beispiel zum Begriff unterscheiden. So, ich sehe, dass die Zeit jetzt auch genau um ist. Dann würde ich gerne an dieser Stelle schließen und am Dienstag dann im selben Zoom-Raum weitermachen. Ich werde also jetzt die Bildschirmaufzeichnung stoppen.